Moin Evils, moin Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Let's Battle. Endlich geht's mal wieder weiter, die große Folge oder Serie zwischen dem Nick und dem Weenie. Die reißen sich gegenseitig hier die Köpfe ein und wir haben heute ein neues lustiges Spiel ausgepackt. Das Ganze heißt Contagion, genau, ist hier gerade noch in der Beta und hier kann man super sich 101 metzeln. Denn wir haben jetzt den Spielprobenmodus The Hunt ausgesucht. Das heißt, wir müssen 1 gegen 1 gegeneinander kämpfen. Sonst kann man das Spiel auch miteinander gegen Zombies spielen. Und das ganze Bau sieht so aus, dass man halt jetzt hier durch eine Stadt läuft, in das ein oder andere Haus reingehen kann, dort Waffen sammeln kann. Und mit diesen gesammelten Waffen hat man dann natürlich ja, die Möglichkeit, dem Weenie die Fresse einzuschießen, ne? Mhm. Grüß dich erstmal an der Stelle. Und du hast wahrscheinlich schon sicherlich angefangen, die ersten Waffen hier zu gammeln. Ja, ich habe schon eine AKS-74U. Ich bin gerade beim Rasenmäher. Hast du ehrlich? Ja. Du hast ehrlich schon eine AKS-74U? Ja, ich suche gerade meinen Sniper. Schon was vollautomatisches. Also, man muss jetzt hier ein bisschen mal darauf hören, wo jetzt gerade die Schüsse herkommen. Warte, hörst du den Schuss? Ne, kein bisschen. Okay, dann sind wir genauer bei dann. Naja, und okay. Es steht jetzt 0-0 und wir überlegen wahrscheinlich, bis einer 5 Runden gezockt hat. Wer hat erste 5 Runden gewonnen hat. Wir können aber auch Best of 5 spielen, ne? Oder wir machen Best of 5. Ja, mal gucken, wie das zeitlich so hinhaut. So, hier ist zum Beispiel jetzt, hier sind die ersten Zombies. Die mögen mich auch, glaube ich. Ne, mögen mich nicht. Gut, sie lassen mich in Ruhe. Und ich suche jetzt mal so ein Haus, oftmals die so ein bisschen beleuchtet sind. Hörst du alles gar nicht? Ne. Hörst du das hier? Wo hattest du eigentlich Dings, ja? Ich höre dich auch nicht. Metz. Ah, jetzt höre ich dich. Metz war einfach mal so gedroppt. So, jetzt haben wir hier ein Haus gefunden, wo man rein kann. Ja, genau. Hier ist zum Beispiel Munition, aber irgendwie kann ich die gerade nicht aufheben. Oh, da kommt der erste Tommy. Alles richtig. Alter! Jetzt hat es gerade geleckt. Hm? Jetzt hat es gerade minimal geleckt irgendwie. Ja, manchmal schießt den Typen einen Zombie auch nicht. Mal stoppt er nicht. Keine Ahnung. Ja, ne? Ist ein bisschen Leben verloren? Ja. Man kann auch die Leben sehen voneinander, ne? Kann man? Ja, du siehst, habe ich schon ein paar Leben verloren. Ja, man muss ihnen schon einen sauberen Heli geben. Sag mal, wo sind denn hier die Waffen? Wahrscheinlich oben. Raus, denke ich. Wir werden nachher noch sehen, Freunde, wenn auf einmal dann der Weenie da um die Ecke steht, man erschrickt sich übelst und man ist echt ziemlich schnell tot, ne? Ja. Also, und dieses Haus, das sieht mir auch ein bisschen so aus, als wenn... Ja, man hört den Weenie die ganze Zeit rumschießen. Jetzt, warum ist hier kein Loot drin? Keine einzige Waffe. Das ist ein Riesenhaus. Noch nicht mal ein Badezimmer. Warte mal, was ist das denn in der Ecke? Ah. Ein Schwamm. Interessant. Ah, warte doch, hier liegt doch was. Bin ich blind? Mossberg 590, hallo. Deine Waffen sind nutzlos. So, jetzt muss ich mich irgendwie eigentlich anschleichen und ihr dann irgendwie über einen Haufen schießen. Aber kann ich jetzt die Munition mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Ey. Wie ins Ball zum rein. Ins Badezimmer rein, sagt Weenie. Wieso wollen denn hier gerade so viele Leute in das Haus rein? Ist hier etwa Besuch drin? Du bist unten drin. Ehrlich? Weiß ich nicht, glaub nicht. Nee, doch nicht. Ey, du bist ja richtig in der Nähe, Mann. Wow! Fuck! Oh, hast mich erwischt. Guck mal, wie du mich erwischt hast. Ja, ich wollte gerade sagen, dein Leben, du hast nichts mehr. Alter, 6 Leben, du hast mich richtig krass. Ja, ich hab Pumpgun gezogen und dann um die Ecke gezogen und BÄM! Krass, okay. Ich war sofort tot, du hast mir Headshot gegeben oder so. Ich glaube, ich habe ja auch, AKS-74U, du hast wahrscheinlich der reingesprayt und ja, du sagst, ich hab einfach genau auf die Ecke geaimt. Ja, ich glaube, du bist hier. Nein, ich glaube doch. Ich muss gerade genauso, als das Zombie weggefallen ist. Scheiße, ja, und ich sag ja, wieso klettern die ganzen Zombies da rein? Oh mein Gott, ich hab dir fast One-Shot gegeben. Fast, ey. Richtig. Also, man muss auf die Zombies schießen oder kann man dann vorbeilaufen? Schon teilt, ne? Sobald du halt schießt, lockst du sie halt an, ziemlich. Oh, das macht Sinn. Ich weiß auch nicht, wenn du sie zum Beispiel mit deiner Taschenlampe anleuchtest, ob du sie damit auch ein bisschen aggro machst, weißt du? Mhm, ich glaube, Waffen sind wirklich nur in Häusern, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich gucke gerade nochmal an die Polizeiwagen oder so. wie bei War Z hier. Im Rasenmäher bin ich mal gerne. Oh, hier ist immer echt guter Loot drin.
Du hast auch wieder denselben Spawn. Ich hatte wieder, und ich auch wieder. Also der eine spawnt immer bei dem einen Kreisel. Wir spawnen eigentlich immer fast genau auf der anderen Seite sozusagen. Okay, was sind die oben? Cool, ich habe irgendwo eine Schrotflinte mit zwei Schuss gefunden. Warte mal, wo? Ich finde auch am Anfang immer den Weg nicht raus. Ich hasse das. Es ist auch immer so fucking dunkel. Alter, aber dieser Moment, wenn man dann auf einmal, wenn der eine im Haus ist und der andere auch und man weiß halt, dass er da gerade da ist, das ist echt immer heftig. Ich sterbe. Ich hab auch schon wieder nur 80 Leben. Wo sehe ich denn dein Leben? Ach da, ja, du hattest ja auch ein bisschen, warst auch ein bisschen angehittet, ne? Deswegen habe ich dir wahrscheinlich auch so viel gegeben. Komm ich hier rein? Nein, komm ich nicht. Verdammt nochmal! Die Häuser sehen alle nicht so aus, wenn man die passieren kann. Oh. Ich sehe dich. Scheint scheiße Licht aus. Mach mal deins an. Oh, oha, ist das heftig, hey. Ja, ich sag's ja. Mach deins mal wieder an. Ah, da ist es. Okay, das wird das 1-1 jetzt hier. Reloading! Alter. Ja, warte mal. Oh, da hat Vini dick die Fresse voll bekommen vom Zombie. Hey, bist du jetzt gerade an mir vorbeigelaufen? Ich hab richtig Schiss gerade. Fuck, Freunde! Ich bin gerade so übelst. Psst, seid meine Reise. Wo bist du? Wo bist du? Hier deinen Schuss ablassen? Nein, da hab ich Angst vor. Ich auch. Ich glaube, ich kill dich Ich such dich kurz. Ich kill dich mit dem Hammer. Ich glaube, wir sind komplett aneinander vorbeigelaufen jetzt. Aber es ist krass mit der Taschenlampe. Guck mal dein Licht an. Nee, bestimmt nicht. Dann siehst du wohl genau, wo ich bin. Okay, gib einen Schuss ab. Jetzt du. Einmal, noch einmal. Jetzt du. Gib du jetzt. Okay. Wo bist du? Sag mal ungefähr. Aber nicht halt irgendwo reingehen, ne? Nee, ich bin am Haus. Ich glaube, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich. Hast du? Bin wieder da. Alles klar? Ja. So, Freunde, sorry, bin gerade irgendwie auf den Desktop geflogen, bin wieder da, alles gut. Mach mal dein Licht an. Ich weiß auf jeden Fall, ich weiß, wo du bist. Du bist irgendwo im Haus. Gib's doch zu. Ich sehe die Zombies aufs Dach klettern. Verdammt! Du bist auf dem Dach. Du wirst gleich schön Besuch bekommen, mein Freund. Zwing mich nicht hier wieder vom Dach runterzuspringen. Weil der kann mich sehen auf dem Dach. Das heißt, er muss einen Winkel haben. Was? War das ein Headshot? War es ein Headshot? Du hast mich nicht getroffen. Ist ein Kacker eine Zombies-Akku? Alter, ich hasse es, wenn manche nicht sterben. Zombies sind auf meiner Seite, gleich, du dürftest gleich keine Munition mehr haben. Fuck, ich bin runtergesprungen. Ja, Mann! Damit ich dich töten lasse. Du warst umstellt, aber auch von mir. Fuck, was? Was? Steht schon 2-1? Nein, steht 1-1. Sicher? Ja, klar. Ja, stimmt, gerade eben hast du mich der. Wieso steht dann hier 2 Kills und 1 Kill? Hey? Egal. Nächste Runde 1-1 steht, das zählt irgendwie nicht, weil warum da 2-1 steht, so, das müssen wir kurz merken. Ja, du wolltest mich holen. Das habe ich strategisch ausgespielt, mein lieber Freund. Diese eine Spawn ist da hinten an so einem Whirlpool, ne? Ja, genau. Wie kommt man da raus? Du musst zusehen, dass du irgendwo da links an den Holzbrettern, da gibt es dann einmal so einen Weg nach links rein und dann kannst du irgendwie dann nach ein paar Metern wieder nach rechts gehen. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ah ja, ich glaube, ich hab's. Und dann kommst du da aus dem ganzen Gartenkomplex erstmal raus. Das habe ich auch am Anfang nicht mal tot gesucht. Kennst du dieses Haus mit diesen Luftballons? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Luftballons um die Erinnerung.
Ich finde, hier ist immer der beste Loot drin in dem Haus. Ich bin ganz gerne mal bei dem Rasenmäher. Ja, das ist, glaube ich, eine andere Ecke. Der Rasenmäher, der gerade so einen Zombie schnitzelt, ne? Fuck, Mann, ich hätte dich voll gehabt. Ich hätte eine Pumpgun. Ich bin runtergesprungen, hätte ich dann vorweggeknallt. Also hast du mich genau gesehen, oder wie? Ja, ja, klar. Ah, verdammt, und ich wollte langsam hochkommen. Wie so ein Zombie wollte ich mich da hochklettern. Ah, geil, ich habe eine Nailgun gefunden. Mit der Nailgun kann man sich... Das Scharfschützengewehr. Woher weiß er das? Mit der Nailgun kann man sich hier, guck, Bretter aufheben. Und damit kann man dann hier, na komm schon, Wegedicht machen. Das sieht dann... Sollte man eigentlich einen Hammer mitnehmen? Hä? Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist ein Hammer besser als ein Baseballschläger, aber manchmal spawnt man ja auch am Anfang der Nacht. Was? Ich hatte einen Hammer von Anfang an. Ich hatte einen Baseballschläger. Ich glaube, manchmal hat man einen Hammer, einen Baseballschläger oder eine Axt. Das sind so die drei Items. Danke. Ding. Mal schnell hier absuchen. Ich freue mich schon auf dich, meine ich. Scheiß Loot, wo du sogar auch mal gesagt hast. Ja, in diesem Kreisel. Ich habe so viel Piste-Munition. Knapp 80 Schuss, oder nee, noch über 80 Schuss habe ich gerade. Schuss. Hä? Auch 80 Schuss, krass. Krass. Auch keine Waffe, aber leider. Boah, ich habe über 100 Schuss mit der Piste. Nur um Piste-Munition. Okay, bist du bereit? Für das Revolver-Duell? Revolver-Duell. Ja, hier ist ja gar kein OP-Loot. Ich habe hier gerade noch eine Sniper gefunden. Ich habe gerade zwei Sniper. Bringt mir aber nichts. Okay. Uhuhu. Ich habe gerade meinen Schuss mit einem Sniper abgelassen. Bockt der richtig. Weißt du, was das Geile an der ganzen Sache ist? Nee. Dass der Sniper nichts bringen wird. Deine Waffen sind nutzlos. Ich brech mal von hinten ins Haus ein. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ey, das bockt richtig One-on-One-mäßig. Man kann das Ganze natürlich online spielen. Da spielt man bis zu 8 Player auf einem Server. Und wenn man stirbt, wird man zum Zombie. Und dann hat man halt auch nur einen sozusagen Headshot tot. Also sobald man immer wieder respawnt, sobald man stirbt, respawnt man immer wieder. Und das Ding ist einfach, ja, der Letzte, der überlebt als Mensch, hat gewonnen die Runde. Schießt er nicht die ganze Zeit? Ich habe so viel Munition, ich brauche einfach nur eine Waffe. Du hast noch eine Waffe. Boah, ich dachte gerade, das wärst du irgendwie, keine Ahnung. Also man kriegt schon ein bisschen Fire Damage, ne? Ich ja, glaube, Zombies droppen auch ab und zu Munition, kann das sein? Ich glaube, du hast mir gerade so ein Zombie was gedroppt. Seh dich. Laber nicht, kannst du niemals mich. Doch, auf dem Dach bist du. Kannst du mich niemals gesehen haben. Komm her, du Schwein! Alter. Was hast du denn? Du kommst von einem hässlichen Dach da nicht runter. Wo bist du, du El Bastardo? Scheiße, Mann. Kommt man nicht? Aua, aua, aua! Wo ist er hin, Mann? Alter, Mann, das ist... Wie viel Leben hast du noch? Oh, ich hab dich auch gut erwischt. Ah. Bist du, Mann? Du bist irgendwo am Haus. Komm, wir kommen wieder rein. Rein oder raus? Das ist die Frage. Hörst du Footsteps? Alter, Mann, ey. Die Knarre zieht überhaupt nicht. Ey, oh yeah, ich hab grad einen Eingang. Was war das? Zombie macht gerade die Tür kaputt.
Und ich will den mit dem Sniper killen. Mir geht's so ähnlich. Bist du kein Sniper hast, mein Freund. Alter, ist das gerade spannend. Das ist nicht lustig, auch. Das ist gerade übel spannend. Du bist auch noch im Haus drin, oder? Ja, jetzt wieder. Ich weiß nicht, ob man Footstep hört. Ja, hört man, glaube ich. Spackt der Sound gerade ein bisschen, jetzt geht's aber wieder. Bist du? Ach, ist das geil, Mann. Ist das geil! Du campst doch! Campst du? Das sagt der Camper. Das Problem, wenn ich mich irgendwie zeige, ist nämlich gleich weg. Ah, ich habe gerade sonst was für ein Mac gefunden. Ich habe gerade ein AKS-74U Mac gefunden. Hm. Locker bist du jetzt mit der Sniper One-Shot. 1-1 steht's, ne? Ja. Krank. Du bist gleich tot. Dill. Das ist alles verbarrikadiert. Stimmt doch gar nicht. Ein Hinweis. Er sagt ehrlich, ich hab alles verbarrikadiert. Das heißt. Camps. Nee, ich bewege mich gerade, aber ich bewege mich langsam voran. Sehr langsam. Bist du jetzt im Haus oder bist du draußen? Ja, ich bin schon im Haus. Wo bist du? Wo kämpfst du die ganze Zeit? Du kämpfst. Bin gerade die ganze Zeit in Bewegung. Es ist gerade selber Horror. Bist du in Bewegung oder bist du so hockst? Ja, ich bin die ganze Zeit in Bewegung. Kann sein, dass ich gerade Footsteps gehört habe. Ja, ich würde die. Oh! Granate! Scheiße, Mann! Komm aus deinem Versteck raus! Leute, bist du nicht im Klo? Nein. Zeig dich, Püppchen! Wo bist du? Bist du etwa im Klo? Nein, das gibt's nicht! Alter, kennst du inzwischen auch schon die Tricks, wie du immer aus dem Haus rein und durch die Fenster raus? Ja, Mann, ich bin oben wieder rausgesprungen und unten wieder reingekommen. 2-1? Ach, ich, weißt du was? Was denn? Wenn ein Zombie dich killt, krieg ich einen Punkt. Und wenn du mich killst, kriegst du 2 Punkte. Deswegen steht's 4-1 vom Ding her, weißt du? Okay. Aber wir sagen, es steht 2-1. Okay. Oh, ist das Schoggy? Das ist so Schoggy, Freunde. Also, wenn ihr das Game hier auf jeden Fall nochmal im Let's Battle sehen wollt, dann sagt Bescheid. Ein Let's Play so wird auf jeden Fall von dem Spiel nicht erscheinen. Das können wir höchstens halt, wie gesagt, mal von in dem Let's Battle bringen. Schaut auch gerne auch mal in die ersten beiden anderen Folgen rein. Da hatten wir bis jetzt Age of Empires 1 und 2 gezockt. Und dieses Alter, hör mal so viel zu schießen, ich bin wieder beim Rasenmäher. Projekt soll auf jeden Fall jetzt eigentlich wöchentlich kommen. Immer am. Warte kurz, meinst du, dass das Spawn immer gleich ist bei den Sachen? Nee, ne? Nee, ich habe gerade 2 Sniper in dem großen Haus gefunden. Das Haus ist richtig gut, wo du rein warst. Ja, ich such's eigentlich auch gerade eh wieder.
Boah, ich habe eine MP5 bekommen. Nein, wie geil ist das denn? MP5 für den Häuserkampf. Oh. Alter, das war gerade super, mega, tettengeil, Mann. Das war so geil. Das Schießen ist irgendwie auch ein bisschen schäbig, aber das macht, das hat irgendwie wieder Style, weißt du? Ja. Man kann eigentlich nur gewinnen, indem man so einen Typen einfach übelst kurz von hinten über den Haufen schießt. Oder einfach, zum Beispiel, wenn man jetzt die ganze Zeit Taschenlampe anhat, das sieht man natürlich wie Sau. Ja, genau, du Wichser. Genau, hab ich mir auch gedacht, ey. Nein, die Tür war verschlossen. Alter, Mann, wie so viel Leben hast du denn? Danke. Alter, bist du ein Drecksack, Mann. Wie schnell hast du... Alter, auf einmal sehe ich dich auf der Straße rumlaufen. Wie schnell hast du mich gefunden? 3-1. 3-1. Wer sagt, wer als erstes 5 Kills hat, ne? Jo, okay, dann geht's weiter. Oder Best of 5. Mir egal. Na, Best of 5 hab ich ja schon gewonnen. Ja, an sich schon, ja. Okay, wer jetzt 5 hat? Die Runden gehen ja zum Teil manchmal recht schnell vorbei, so wie die 3-1, Mann. Scheiße! Alter, du mit deinem MP5. Aber dafür sage ich jetzt nur, ich bin am Loot House. Ich bin am Loot House. Kann man ja nicht zerschießen? Ne, kann man nicht. Man kann ja auch nichts zerschießen, ne? Man kann ja keine einzige Wodka-Flasche zerschießen, man kann hier nichts machen. So, Baseballschläger, Munition. Es gibt so eine Munition-Packung, die kann man nicht looten, ne? Ist auch schon aufgefallen? Ja? Mhm. Ja, das Problem war gerade eben, der Zombie hat mir auch derbe noch gedrückt. Aber so gut für eine MP5 hast du, finde ich, gar nicht so geschossen, ne? Also ja, erstens verzieht die richtig. Die verzieht richtig. Aber hier haben wir endlich mal einen geilen Ping. Ich meine, 8er und du hast einen 4er Ping. Weißt du, auf dem Server haben wir immer 80 ja, oder so. Hier ist ein Hundenapf. Also die Server sind echt, wenn ich das sagen darf, ein bisschen schäbig, leider. Grottig bezeichnen. Freunde, wir haben eine ganz klare Mission. War das auch mit diesen Luftballons? Das ist, glaube ich, das eigentlich auch ziemlich zentral vom Ding her. Ja, ne? Ja. Und es haben auch nicht alle Waffen so eine Taschenlampe drunter. Es haben eigentlich immer nur die Startpistols, eigentlich haben es nur die Pistols, ne? Ja, eigentlich wirklich nur die Pistols. Only Pistols. Okay. Was ist das? Muss ich beeilen. Ist das ein Inkluator oder sowas? Das könnte die Spritze sein. Du musst die mir Leben gibt? Ja, du musst das jetzt einmal ganz kurz da durchlesen. Danke. Mach mal deine kleine Flashlight an. Ich hab sie gerade an. Jetzt hab ich sie wieder ausgemacht. How are you today? Okay, ich hab noch nix. Und wo bist du so? Gerade wo du gestorben bist. Jetzt ist er leise. Er überlegt. Wie, gerade wo ich gestorben bin? Wo war denn das? Weiß ich nicht. Ach, in dieser Garage mit der Band drin? Ja, da bin ich gerade. Kein Plan. Du grüßt gerade das Haus mit den Luftballons. Ich hab gerade keine Ahnung von dem Weg. Also das Haus vom Luftballon ist auf jeden Fall bei dem einen Kreisel mit dem Feuerwehrauto, weißt du? Ja, oh, ich such mal. Gerade ein Zombie mal mit Nahkampf gekillt. Scheiße, ne? Ja, geht. Ein Hit gefressen. Zombies kommen einfach auch rein. Ich glaube, das Gefühl so, die Zombies, die kommen manchmal auch ohne, dass man was macht. Ja. Muss sagen, dieses eine Haus ist ja ganz geil mit den Luftballons, ne? Der geil gefaltet hat. Kann es ganz geil sein, dass du die ganze Zeit weißt, wo ich bin? Nö. Oder wieso bist du die ganze Zeit leise? Oder bist du konzentriert? Jetzt hat so Shit-Zombies auf den Sack. Ich bin gar nicht im Haus mit den Luftballons. Verdammt. Bist du gerade in einem Haus drin denn? Ja. Ah,
hier ist wenig Loot bei mir gerade. Ich bin jetzt gerade wieder auf der Straße. Wenn du echt nochmal genauer hinguckst, sieht ja echt noch richtig viel Loot. Sehr viel Munition. Fuck, war Sniper? Ja, das war ein Sniper. Ich guck mich gerade. Ja, fuck, schon nicht still. Ja, es ist super schwer mit dem Sniper, weil das übelst schnell, es ist richtig empfindlich. Aber, ja, du standst still und genau dieselbe Stelle, wie wo ich dich schon einmal killen wollte mit dem Sniper. Wie steht's? 3-2, ne? Jo. I got too many friends. Ja, Mann. Guck mal, ich kann das schon nicht sein, dass du schon wieder besser bist in diesem Spiel. Ja, genau. Ja, sterben, du Lutscher. Aber es ist, also für 101 finde ich das Spiel perfekt. Weißt du? Ich finde, das ist so ein bisschen schäbig, ist gar nicht so schlimm. Ja, wenn man es jetzt nicht selber spielt, dann sieht es, also beim ersten Angucken, als wir uns das auch runtergeladen haben, dachten wir erstmal so, what the fuck. Aber wenn man das dann so spielt, was einfach, wo sie super punkten, finde ich, ist vom Spielprinzip her. Kleine Map, ja. Diese Sache mit dem Loot, man kann auch mit Pistols über etwas holen. Ja. Sie haben ja auch so ein bisschen was versucht. Was hast du gerade gefunden? Eine Grenade. Alter, geil. Das ist nice. Ja, sie haben auch so ein bisschen versucht mit der Nailgun, so dass man sich verbarrikadieren kann mit der Spritze und etc. Da haben sie sich ja schon Mühe gegeben, vielleicht die Umsetzung war nicht 100% geil. Aber das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial. Ich bin gerade im Haus drin, das hat mir noch. Entweder geht's da auf den Dachboden hoch. Oh, hör auf! Was hast du? Du bist so tot. Was hast du? Du bist so tot. Der M4. Oh ja, die auch schon mal. Warte mal, ich kann sehen, was du hast. Du hast eine MP5 und eine Grenade. Geh weg! Und das kann ich nicht nur im Tab sehen. Oh. Alter, pass auch auf meine Granate gleich, ne? Ja, ich hab grad. Ja, pass auf meinen Loot auf. Ich hab Pumpgun, ich hab Mossberg. Ich hab alles, Mann. Ich bin ein Biest. Alter, was ist das jetzt hier? Okay, ein Dachboden mit. Was ist hier oben so? Alter, wer sich hier auf dem Dachboden verkämmt. Heston! Wo ist das, dass du da oben bist? Scheiße, wieso hast du mich gesehen? Feuerlol! Oh. Übertreib noch mehr. Wie viele Granaten hast du denn? Eine. Oh, Wichser! Nein, da haben mich gefunden! Wie viel hat sie gezogen, die Granate? Gar nichts, sie war doch nicht mehr drin. Das war das 5-3, oder? Das 4-3. 4-2. Ja, stimmt, klar, 4-2. Sehr geil, weil ich wollte gerade sagen, Vini, lass doch noch weiterspielen, das macht so viel Spaß. Das 4-2 war's, ne? Ja. Du hast noch auf jeden Fall ein Potenzial. Nein, ich hatte so eine geile Waffe, ich hätte defensiver spielen müssen. Es war klar, dass du mich früher oder später. Ich hab einfach keine Ahnung. Auf einmal gedacht, guck ihn nach oben, ah, ist er da und mach das Fenster auf. Ja, ich mit. Oh, da war's. Jetzt hast du mich aber schnell weggemäht, ey. Da hat ihn nicht lange. Da hab ich dich richtig schnell weggemäht. Ja, man hat ja auch nicht viel Leben. Ich nehme mir kurz einen Schluck von meinem Monster. Ey! Ich muss gerade nachladen. Scheiß Zombie. Ich sterbe. Und ich bin wieder bei meinem Lieblingshaus. Weiß noch, als wir gestern das mal angezockt haben, um uns das so ein bisschen anzugucken, wir gucken uns die Spiele mal ein bisschen an, damit wir nicht so planmäßig rumzocken hier. Da haben wir es mal gar nicht gefunden, ne? Nee, aber jetzt geht das gut, super. Ne? Ich finde, jetzt ist genau richtig. Einfach ein bisschen auf die Stadt, ne? Also so, naja, nicht hundertprozentig, aber ein bisschen halt, ne? Jetzt, genau. Jetzt ist es einfach nicht mehr so, weil sonst müssten wir, ja, cheese mal. Okay, aha, okay. Ich weiß jetzt ungefähr, wo du bist. Aber irgendwie auch nicht wirklich. Und das war mir ein bisschen kacke, weil dann wusste man immer nie so richtig, wo der andere ist. Übertreib mal, die Zombies kommen ja gerade alle bei mir rein. Dann weiß ich mal nicht, ob du das bist. Alter, ich hab grad 10 Schuss auf den Zombie ausgelassen. Aber weißt du warum? Oh mein Gott. Oh, du hast Leben verloren. Ja, ich hab Leben verloren. Hast du schon? Oh, nichts. Okay. Ich hab eine Spritze. Ich könnte dir die geben.
Zombies sind gerade derbe meine Gegner. Geil. Die Zombies droppen mal ab und zu ein bisschen. Oh mein Gott, scheiße, ich muss hier irgendwie mal weiter. Das sieht nicht gerade gut aus. Ab nach oben oder so. Ich denke, dass das Battle gleich schon vorbei ist. Hier ist ein Controller, kann ich den aufheben, damit schießen? Den Controller hast du gefunden? Ich weiß, wo ein Controller ist. Ich hab beinahe wie. Muss echt mal aufpassen, man übersieht die Waffen voll. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe hier locker auch einen übersehen. Ich muss nochmal gucken, das kann nicht sein. Dass hier nichts war. Zum Beispiel hier am Spawn, ne, okay, da. Aber es gibt also richtig Spawnpunkte, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Zum meins weiß ich jetzt nicht, aber es gibt Spawnpunkte auf jeden Fall. Kann sein, dass ich dich gesehen habe. Ne, habe ich nicht, okay. Ne, ich bin im Haus drin, das kann gar nicht sein. Ne, weil die Zombies so sich so auffällig verhalten. Oh, du Lutscher, ich hab dich doch gesehen. Kann gar nicht sein, ich bin im Haus drin. Oh, ich hatte nur ein Messer gehabt. Aber ich würde mal gerne wissen, meinst du, man ist One-Shot-Messer? Nein. Nein, ne? Nein. Einmal noch? Nein, wir müssen uns an die Regeln heißen. 5-2. Okay. Außer du sagst jetzt Golden Goal. Ja, okay, finde ich okay. Ja? Ja, finde ich okay. Also wer jetzt gewinnt, hat die Runde gewonnen. Ja? Ja, okay, finde ich. Alles klar, du weißt, hier geht's darum, wer der Evil ist und wer der Noob ist. Alles klar, dann würde ich nur sagen, strengen wir uns nochmal richtig an jetzt hier. Go, go, go! Ah, du warst da doch drin. Man kann echt auf die Zombies achten, weißt du? Ein Zombie geht nicht ohne Grund so irgendwie aggressiv ins Haus rein. Das machen die nicht. Wusstest du, dass ich komme? Nö. Ich habe aber gesehen, dass die Tür aufging. Und die Zombies machen keine Tür auf. Die gehen mit Hauen dagegen. Wo er recht hat, hat er recht. Inzwischen habe ich immer die gleiche Route. Ach so, weil du immer denselben Spawn hast? Ja, ich kam immer den gleichen Haus ab. Ja, ich aber mehr oder weniger auch. Ich bin immer oft in dem Ballonhaus. Oh, bist du wieder beim Ballonhaus? Vielleicht. Das kann er nicht erzählen. Du weißt, das ist Golden Go, Junge. Ich weiß nicht, ob du dir sowas erlauben kannst. Oh no, jetzt scheint hier gerade real-life-mäßig die Sonne hier so auf meinem Bildschirm. Das ist nicht gut. Der Troll. Oh mein Gott, ungelogen, das geht gar nicht. Ich sehe kaum noch was. Mir geht's eh nicht, bloß nicht so schlimm. Scheint auch gerade die Sonne auf deinem PC so? Oh, ein bisschen. Doch, ich hab eine Spur. Nicht. Bist du gerade draußen oder drin? Drin. Wo bist du? Ich bin gerade mitten irgendwo auf der Straße. Ich hab gerade einen Schuss abgelassen. Okay. Und wo bist du? Fünf-zwei steht's vom Ding her, ne? Mhm. Aber wie gesagt, Golden Goal. Denn? Bin ganz schön unterwegs. Wenn ich ehrlich bin, bin ich auch gerade nicht. Warte mal, was hast du? Ach du Scheiße, du hast einen Sniper. Und eine Pumpgun, ja. Leck mich doch am Arsch. Ja, dann bist du auf Campen locker aus.
Bin nämlich gerade auf Jagen aus. Ich will dich töten. Ah, perfekt, die Sonne hört auf. Jetzt sehe ich wieder alles. Die Sonne geht auf. Schieß doch mal. Hab ich doch gar nicht schon. Sag mal, wo du bist. Ich schieß einmal, okay für dich? Ja. Dann du aber auch. Ja, okay. Mach ich auch. Schieß. Hab ich doch schon. Nochmal. Oh, okay, ich schieß auch mal. Weit weg, ne? Ja, dann haben wir es wohl doch wieder distanziert. Wurde auch gerade vom Zombie geraped. Verwirrt liegen nur noch. Oh, du hast auch ein bisschen Zombie abbekommen. Dann muss ich weiter auf die Jagd gehen. Du hast mich gerade beschossen, du Wichser, oder? Du schießt mich, du beschießt mich. Er beschießt mich! Ey! Was hat das? Ich war auf Maus die ganze Zeit gekämpft, ey. Ja, toll, du kleiner Nuggi, du Nuggi. Auf welchem Haus sagst du? Du hast, ich bin am Anfang... Bei dem Rasenmäher. Ich bin auf dich zugelaufen am Anfang, oder? Ja. Das ige Eis, ey. Oh mein Gott, ja, okay, du hast die Golden Goal. Also 6-2 ist es ausgegangen, Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne oder uns einen Kommentar unter das Video und gebt doch gerne einen Daumen hoch, wenn euch dieses Battle gefallen hat. Ansonsten Beschreibung lesen, da steht alles weitere Wichtige drin und dann hoffentlich schaltet ihr wieder zur nächsten Let's Battle Folge ein zwischen dem Nick und dem Vini und ich muss mal wieder gewinnen, aber ich glaube bei Age of Empires habe ich dich eher abgezogen, 2-0, oder? Beide Runden abgezogen, da habe ich, wahrscheinlich bist du ja der Shooter, man. Naja gut, Freunde, wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende und bis dann.